Herzlich willkommen zum lebendigen Adventskalender aus Lüstringen. Heute haben wir schon den achten Tag, wo wir Geschichten vorlesen und ich lese aus der Bibel die Weihnachtsgeschichte weiter. Elisabeth und Zacharias. Es war die Zeit, als König Herodes über das jüdische Land herrschte. Damals lebte in der Nähe von Jerusalem ein Priester namens Zacharias mit seiner Frau Elisabeth. Die beiden waren glücklich miteinander und lebten ganz so, wie es Gott gefiel. Doch ein Wunsch war für sie noch nie in Erfüllung gegangen. Sie hatten keine Kinder. Lange hatten sie gehofft und gewartet. Nun waren sie alt. Elisabeth war sich sicher, jetzt bekam sie kein Kind mehr, so sehr sie es sich auch wünschte. Eines Tages ging Zacharias nach Jerusalem, um seinen Dienst im Tempel zu tun. Viele Menschen standen im Vorhof des Tempels und beteten. Hineingehen durften nur die Priester. An jedem Tag hatte ein bestimmter Priester die Aufgabe, auf dem Altar im Inneren des Tempels Weihrauch zu verbrennen als Opfer für Gott. Heute war Zacharias an der Reihe. Er betrat den Tempel und ging zum Altar. Dort stand eine Schale mit glühenden Kohlen. Zacharias nahm einige Körner Weihrauch und streute sie in die Glut. Duftender Rauch stieg aus der Schale auf. Zacharias sprach ein Gebet. Plötzlich stand ein Engel neben dem Altar. Zacharias erschrak und bekam große Angst. Doch der Engel sagte: Hab keine Angst, Zacharias. Gott hat dein Gebet erhört. Elisabeth wird ein Kind bekommen, einen Sohn. Den sollst du Johannes nennen. Du wirst voller Freude über ihn sein. Und auch viele andere werden sich freuen, dass er da ist. Denn er wird die Menschen zu Gott zurückführen. Dann werden sie bereit sein, wenn Gott den Retter schickt. Zacharias konnte nicht glauben, was der Engel ihm ankündigte. Meine Frau und ich, wir sind schon zu alt, entgegnete er. Wir können kein Kind mehr bekommen. Doch der Engel antwortete: Ich bin der Engel Gabriel. Gott selbst hat mir aufgetragen, dir diese gute Nachricht zu bringen. Alles, was ich gesagt habe, wird eintreffen. Aber weil du mir nicht geglaubt hast, wirst du von jetzt an nicht mehr sprechen können, bis das Kind geboren ist. Dann war der Engel wieder fort. Draußen vor dem Tempel warteten die Leute auf Zacharias. Er sollte den Segen über sie sprechen. Wo bleibt er nur? Wunderten sie sich. Er ist viel länger als sonst im Tempel. Endlich kam Zacharias zu ihnen hinaus. Er trat vor sie hin, hob die Arme und wollte die Menschen segnen. Doch er brachte kein Wort heraus. So sehr er sich auch bemühte, er blieb stumm. Da merkten die Leute, dass im Tempel etwas Außergewöhnliches geschehen sein musste. Zacharias machte ihnen ein Zeichen mit der Hand und die Leute verstanden. Sie sollten nach Hause gehen. Der Priester konnte heute nicht zu ihnen sprechen. Als sein Dienst beendet war, ging Zacharias wieder nach Hause zu seiner Frau. Bald darauf spürte Elisabeth, dass sie ein Kind bekommen würde. Sie freute sich sehr und dachte: Dieses Kind hat Gott mir geschenkt. Er hat mich nicht vergessen. Der Engel kommt zu Maria. In dieser Zeit lebte in dem Dorf Nazareth eine junge Frau namens Maria. Sie war verlobt mit Josef, einem Zimmermann, und wollte bald heiraten. Josef war ein einfacher Handwerker, doch seine Vorfahren stammten aus der Familie von König David. Eines Tages kam der Engel, der Zacharias erschienen war, auch zu Maria. Er sagte: Sei gegrüßt, Maria. Gott ist mit dir. Er hat Großes mit dir vor. Maria erschrak und fragte sich: Was bedeuten diese Worte? Der Engel sprach: Hab keine Angst. Gott will dich segnen. Du wirst einen Sohn bekommen. Er soll Jesus heißen. Man wird ihn Sohn des Höchsten nennen und Gott wird ihn zu einem König machen wie David. Doch sein Königreich wird nie zu Ende gehen.
Ich soll ein Kind bekommen? Fragte Maria. Wie soll das gehen? Ich bin doch mit keinem Mann zusammen. Der Engel antwortete, Gott wird dieses Wunder vollbringen. Deshalb wird das Kind auch Sohn Gottes genannt. Auch Elisabeth, deine Verwandte, bekommt einen Sohn, obwohl sie schon alt ist. Für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, ich bin bereit. Es soll geschehen, was du gesagt hast. Maria besucht Elisabeth. Bald danach machte Maria sich auf den Weg, um Elisabeth zu besuchen. Sie kamen zum Haus von Zacharias und beide Frauen begrüßten sich. Da spürte Elisabeth, wie das Kind in ihrem Bauch vor Freude hüpfte und sie rief, Gott hat dich gesegnet, Maria, mehr als alle anderen Frauen und auch dein Kind ist gesegnet. Ja, du bist die Mutter des Retters, den Gott uns schickt. Als ich deinen Gruß hörte, machte das Kind in meinem Bauch einen Freudensprung. Du darfst dich freuen, Maria, denn du hast Gott geglaubt. Alles, was er dir angekündigt hat, wird sich erfüllen. Da lobte Maria Gott und sang ein Lied für ihn. Ich preise den Herrn, ich juble vor Freude über Gott, meinen Retter. Denn er hat Großes an mir getan. Er hebt jetzt seinen starken Arm, er stürzt die Mächtigen vom Thron und hilft den Schwachen auf. Er denkt an sein Volk und hilft ihm, wie er schon Abraham versprochen hat. Johannes wird geboren. Maria blieb etwa 3 Monate bei Elisabeth. Dann kehrte sie wieder zurück nach Hause. Als die Zeit gekommen war, brachte Elisabeth ihr Kind zur Welt. Schnell sprach es sich herum. Elisabeth hat einen Sohn bekommen. Die Nachbarn und Verwandten kamen sie besuchen und freuten sich, dass Gott so großes Erbarmen mit ihr hatte. Welchen Namen werdet ihr dem Kind geben? Fragte eine Nachbarin. Ein Sohn bekommt den Namen seines Vaters, stellte ein Verwandter fest. Also heißt er Zacharias. Doch Elisabeth antwortete, nein, er soll Johannes heißen. Warum denn? Wunderten sich die Leute. In deiner ganzen Verwandtschaft gibt es keinen, der so heißt. Also fragten sie auch Zacharias, was sagst du? Welchen Namen bekommt das Kind? Zacharias schrieb auf eine Tafel, es heißt Johannes. Und kaum hatte er den Namen aufgeschrieben, da konnte er widersprechen. Sofort begann er Gott zu loben und sang sein Lied für ihn. Gelobet sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat uns geholfen. Er zeigt uns seine Liebe und sein Erbarmen, wie er schon Abraham versprochen hat. Und du, mein Kind, wirst ein Prophet Gottes werden. Du wirst dem Herrn vorausgehen und ihm den Weg bahnen. Die Leute aus der Nachbarschaft staunten. Was hatte das wohl zu bedeuten? In der ganzen Gegend erzählten sie, was geschehen war. Und alle, die es hörten, waren sich einig. Gott hatte etwas ganz Besonderes mit Johannes vor. Vater im Himmel, nun dauert es nicht mehr lange. Voll Freude warten wir auf die Geburt deines Sohnes. Dann ist Weihnachten. Wunschzettel wurden geschrieben mit vielen Geschenkwünschen darauf. An dich dürfen wir in unseren Gebeten auch Wünsche stellen. Ob es in Erfüllung geht, entscheidest du. Du weißt, was für uns gut ist und was nicht. Auch wir Erwachsenen verstehen manchmal erst Jahre später, warum Wünsche nicht in Erfüllung gegangen sind. Du hast für jeden von uns einen Plan. Du willst, dass es uns immer gut geht und wir eine gute Zukunft haben.
In der Bibel hast du uns das Versprechen gegeben, dass du deine Zusagen einhältst. Wenn wir es mit schwierigen Umständen zu tun haben, dürfen wir uns sicher sein, dass du etwas Gutes daraus machst. Vater, hilf mir, dir zu vertrauen, dass du deinen Plan für mein Leben verwirklichst. Amen. Wir beten weiter. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gottes Segen sei mit dir und gebe dir das Gefühl der Geborgenheit. Er gebe dir das Gefühl, gebraucht zu werden. Er gebe dir das Gefühl, umsorgt zu werden. Amen.